Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Stadion-Vlog. Ja, es geht wieder los. Sonntag um 15.30 Uhr ist Anpfiff. 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Die Augsburger ja wirklich auch ein bisschen geschwächt. Konnte man ja auch, wie gesagt, bei unserem Gast sehen. Oder zumindest hat er uns das ja auch so gesagt. Und ja, die Kölner sind auch ein bisschen geschwächt und haben auch ein kleines Formtief zurzeit. Wie gesagt, jetzt 3 Niederlagen in Folge. Das gilt es jetzt besser zu machen. Die Augsburger sind aber auch sehr, sehr stark. Und zumal haben wir auch meistens gegen die Augsburger nicht so gut ausgesehen. Ich habe trotzdem 2-1 getippt, weil ich glaube schon, dass wir das vielleicht doch noch heute den Bock umstoßen können, sozusagen. Wie gesagt, wir müssen mal hoffen, dass das klappt. Ja, ich wünsche euch aber erstmal viel Spaß mit dem Stadion-Vlog und ja, jetzt geht es los. Viel Spaß! So, wieder am Parkplatz und jetzt geht es gleich los wieder ins Rhein-Energie-Stadion. Es geht in die Richtung, ne, da, genau. Und ja, dann wieder durch den Wald und dann wieder durch das schöne Rhein-Energie-Stadion. Also, bis gleich am Stadion. So, da ist das Rhein-Energie-Stadion, wie gesagt, gegen den FC Augsburg jetzt. Und ja, bin gespannt, wie die Partie wird. Hoffe natürlich, dass die Stimmung sehr, sehr gut sein wird. Es ist aber nicht ausverkauft, habe ich gehört. Mal gucken, vielleicht kommen ja jetzt noch die letzten Tickets, die jetzt noch über sind. Vielleicht werden die noch ja, an den Mann gebracht, sage ich mal. Aber mal schauen. Also bis jetzt sind noch Tickets da. Mal schauen, wie es dann am Ende sein wird. Ob Michael Trippel dann die 50.000 sagen darf oder eher, ob es 47.000, 48.000 sein werden. Mal schauen. Ja, jetzt geht es jetzt mal rein und dann auf ein gutes Spiel und vor allem auf die 3 Punkte. Come on, FC. Thank you.
1:0 zur Pause für den FC Augsburg. Das war nicht gut heute. Also zumindest in den ersten 45 Minuten. Der FC ist bemüht, aber am Ende macht Augsburg halt den einen langen Ball und der am Ende ist dann auch drin. Und wie gesagt, da muss jetzt mehr kommen, deutlich mehr. Mal gucken, ob Marc Uth heute auch Spielzeiten bekommt. Ich hoffe es sehr. Aber da ist noch viel Luft nach oben, gerade im Sturm. Gerade weil die Augsburger ja eigentlich auch defensiv so geschwächt sind eigentlich. Aber zurzeit hat man eigentlich das eher nicht den Eindruck, sondern eher man merkt einfach, dass Ljubicic fehlt, man merkt, dass ein Uth nicht da ist. Also zurzeit tut sich der FC, gerade bei den geschwächten Sachen, tut sich der FC mehr schwer als jetzt, sag ich mal, der FCA. Aber abwarten, 1:0 kann man immer noch auch ausgleichen. Also von daher ist noch alles drin für den FC und ich denke mal für die zweiten 45 Minuten geht auf jeden Fall noch was. Also come on FC, auf geht's. Meine Damen und Herren, ich bin hier, Plätze einzunehmen für die zweite Spieler mit Nummer 21, Stefan!
Ihr habt es gesehen im Stadionvlog. 3:2 gewinnt der 1. FC Köln gegen Augsburg. Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste. Viel, viel schneller gespielt, viel, viel überlegter. Also es war einfach ein sehr, sehr gutes Spiel in der zweiten Halbzeit. Man hat gemerkt, der Baumgart hat auf jeden Fall da was gesagt. Also anders kann ich mir nicht erklären. Das war eine deutlich bessere Hälfte von allen Spielern. Also von daher, ja, gut, auch sehr, sehr stark reingekommen. Direkt vorgelegt für Steffen Tigges. Tigges, 2 Tore gemacht. Auf ihm wurde ja oft genug herumgetrampelt, auch zu Recht. Aber heute war er meiner Meinung nach Spieler des Spiels. Er war einfach ein sehr, sehr starker Spieler. Und ja, bin einfach mega happy, jetzt hier sagen zu können, dass wir 3:2 gewonnen haben. Sind jetzt auf dem 8. Tabellenplatz. Also wir haben nochmal was gut gemacht. Und der Support war mega. Wir haben hier eine Riesenstimmung gehabt, eine Riesenfeier jetzt am Ende. Also, wie gesagt, ich bin mega glücklich. Und ja, wenn euch der Stadion-Vlog hier gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr den Kanal für weitere Stadion-Vlogs abonnieren würdet, wäre auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Bis dahin, ich wünsche euch noch alles. Noch einen schönen Restwochenende und vor allem einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, macht's gut. Am Freitag geht es ja schon bereits weiter gegen den FSV Mainz 05 in Mainz. Auch da ist was drin, aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt wird erstmal der Dreier heute gefeiert. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.